Wir sind ja an der Hochschule 21 und wir vertreten das Projekt Spaceport 21. Wir haben 13 Studenten hier dran arbeiten und jeder Student hat in seiner Freizeit, wenn man so will, ungefähr 1000 Stunden bis jetzt investiert. Zu unserem System gehört eine Drohne, die die Aufgabe hat, einmal schnell das Terrain zu erkunden. Dann kann der Rover schon deutlich einfacher seinen Weg planen. Ich bin verantwortlich für die Hardware und Elektronik im Team Spaceport 21. Es ist auch so, dass einem wirklich komplett freie Hand gelassen wird. Wir überlegen uns das selber, wir überlegen uns, wann wir das machen. Wenn irgendwas nicht läuft, ja, dann müssen halt Nachtschichten geschoben werden. Die Software, die wir verwenden, ist zum großen Teil das Robot Operating System, das ROS-System, plus eben kleinere Erweiterungen, die wir gemacht haben. Der Rover kann das, was er letztendlich tun soll, komplett autark tun. Wir haben unseren großen Laserscanner hinten. Dann haben wir hier unten den Einzeilen-Laserscanner für Objekterkennung im näheren Umfeld, um dann letztendlich eine Hinderniserkennung draus zu machen. Dann haben wir unten eine Kinect-Kamera. Und dann können wir unserem Arm mit dem Greifer zusammen können wir dann sagen, ja, fahr da und da hin, du hast das Objekt da und da detektiert, greif das mal bitte. Der Greifer, der wurde von uns komplett entworfen und dann auch unter unserer Regie gedruckt. Das Einzige, was wir vielleicht noch mal machen müssen, der 3D-Druck, der ist doch relativ weich. Das heißt, eventuell müssen wir da noch mal einen anderen 3D-Drucker ransetzen, dass da noch mal ein neues Teil entsteht. Soll ich die noch mal versuchen zu drucken? Mal probieren. Das Projekt selbst ist für uns von daher interessant, da alle drei Bereiche, die die Mechatronik so auszeichnen, in diesem Projekt vorkommen. Unsere Motivation ist, den anderen zu zeigen, dass es auch mit wenig Mitteln und nur Studenten geht, ein fähiges System auf die Beine zu stellen.